Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde, und natürlich im Agro-Modus. Ja, eure Resonanz war ja durch die Bank eigentlich positiv, deswegen schauen wir uns hier in der Stadt der Untoten einfach nochmal eine Folge den Agro-Mod an. Gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, ist unschwer zu erkennen. Hier fliegen die Mobs auch schon ins Bild. Agro-Mod sei Dank. Und ja, Invincible Frame rettet hier mal wieder Leben. Alter Schwede. Ja, das sieht echt hier nach Spaß aus. Ich möchte jetzt nochmal kurz einen Abstecher unten zu dem untoten Händler machen und mir da eine neue Waffe holen, um genau zu sein, den Reinforced Club. Das ist ein Knüppel, der eigentlich ganz gut Schaden hier zu Beginn macht, plus einen Blutungseffekt hat. Und ja, diesmal sind beide mit Brandbeschleuniger übergossen. Das habe ich gern. Dann können wir die nämlich einfach wegfackeln. So, dann machen wir uns mal auf hier zu diesem lustigen Händler-Moped-Mann. Mal gucken, was hier unten noch hier Lustiges auf uns wartet. Hinterm Bücherbord, der kommt nicht. Oh, den treffe ich auch nicht. Naja, nicht so schön. So, dann ist der aber auch Geschichte. Und wir können uns mal zum Händler begeben. Ich hoffe, der ist jetzt nicht auch hostile oder so. Ne, der sitzt da einfach nur rum. So, dann kaufen wir uns als erstes mal, wie heißt das Ding denn auf Deutsch? Verstärkte Keule, genau. 97 Schaden und einen Blutungseffekt, der triggern kann. Und den Anwesenschlüssel für 1000 nehmen wir auch nochmal mit. Dann sind wir hier auch gut ausgestattet. So, dann rüsten wir den ganzen Käsekuchen natürlich auch hier nochmal aus. Verstärkte Keule und natürlich hier das Holzschild. Ist ein bisschen besser als unser kaputtes Plankenschild. Aber der wirkliche Hit ist es nicht. Ja, gehen wir mal hier den Weg zurück und sacken da auch nochmal die Gegenstände halt ein. So, ihr Bougies. Dann gucke ich mal, ob ich euch beide mit einem erwische. Mal schauen. Ein schöner Jump Attack. Naja, natürlich nur einen erwischt. Mistig, mistig, mistig. Ach, und dann kriege ich den Backstep nicht hin. Alter, und lass mich in den Rücken pieksen. Wann ist denn hier kaputt? Mann, nicht schön. Ach, jetzt verbrauche ich hier schon bei den Mobhead-Männern. Meine Essos. Prost. Immerhin zwei auf einen Streich. So wollte ich eigentlich auch die ersten aufs Korn nehmen. Hat natürlich super geklappt. Ja, ich bin wirklich gespannt, liebe Freunde, wie hier gleich der Punk halt abgeht. Wie gesagt, ist so in meinen Augen der Ultra-Hard-Mode irgendwie. Wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle und wie ich es in den Videos gesehen habe, bin ich doch mal jetzt echt gespannt drauf, was jetzt hier gleich abgeht. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich überlege gerade, ob wir wirklich nochmal zurück ans Leuchtfeuer gehen oder ob wir uns das eventuell sparen können. Wir sind quasi voll. Estus kriegen wir eh nicht mehr als 5 an dem Leuchtfeuer. Naja, machen wir es einfach mal. So, dann starten wir jetzt hier durch. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier die ganze Moped-Mann-Armee nochmal machen. Gibt ja einen auch jetzt... Alter, da ist schon der andere. Ja, der... Geh weg. Ach, da kommen schon... Hier kommen ja wirklich echt alle. Ist echt unvorstellbar, liebe Freunde. Das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, dass man direkt hier von allen Aggro hat und, Alter, von Pfeilen durchlöchert wird und überhaupt nicht weiß, wo man hier kämpfen soll. Ist nicht so schön. So, den haben wir aber auch erledigt. Geh weg. Alter, jetzt haben wir schon die Hälfte unserer HP hier an dem Bogenheini verloren. So, da unten, die spare ich mir. Ach komm, machen wir uns voll und sprinten jetzt einfach mal durch und sagen Geronimo! Ach, der, geh weg. Ach ja, ja super, jetzt springt er zurück, dass ich ihn nicht treffe. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Der Raum ist voll mit... mit Moped-Männern und da kommen noch mehr Moped-Männer und da kommt schon der Flammenwerfer. Oh Gott. Ein Glück, dass hier der Invincible Frame wirklich Leben rettet. Ach, da habe ich den Backstep nicht mehr angebracht. Scheiße, dann habe ich die Brandbombe gefressen. Geh doch mal bitte weg, ey. Es ist ziemlich finster hier, weil man von allen Seiten, alter Schwede, aufs Korn genommen wird. Oh, der Typ hat einen Estus genommen, das habe ich gerade noch gehört. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Dafür springe ich dir mal ins Gesicht. So, dann ist der Raum hier auch clear. Alter Schwede. Ach, da kommen noch mehr. Großartig, wie sie einfach mal alle hier angedackelt kommen. Alter, da hinten stehen noch mehr. Wo kommen die denn alle her? Ja, das ist natürlich jetzt auch schwierig, da ich jetzt nicht weiß, welche Mobs ich hier überhaupt schon getriggert habe und welche nicht. Tja, keine Ahnung, woher die jetzt kommen. Achso, das sind aber normale Mobhead-Männer ohne Brandbomben. Das ist ja schon mal nicht ganz falsch. Ah, scheiße. Scheiße. Kein Backstep. Das ist natürlich immer ziemlich scheiße. Wenn man den Backstep nicht anbringt, dann ist man nicht im Invincible Frame geschützt und kassiert dann auch noch den Schaden.
Also wie gesagt, hier werde ich vermehrt auf Backstab und vielleicht auch Parry, wenn ich ein gutes Schild irgendwann habe, spielen. Tja, sonst ist man hier, glaube ich, richtig schnell Moose, so wie man hier um... Alter Schwede, umsingelt und surrounded und geswarmt wird. Ja, nochmal zwei. Kann ich die einfach anspringen? Ich weiß es. Alter, Alter, was war das denn? Und wo kam es her? Ich weiß es nicht. Da ist der komische Knattermann, der hier wahrscheinlich Brandbomben wirft. Geht auch mal bitte gepflegt. Kacken, Mann. Ist ja unglaublich, ey. Ist ja voll das Massaker hier. So. Zum Schluss nochmal ein Backstep hier für Ruhe im Puff. So, jetzt ist hier Ruhe, glaube ich. Ach, nee, ist es nicht, denn da kommt der nächste Lanzenmann. Ach, nee, ist kein Lanzenmann, ist ein Schwertmann. Na gut, der ist auch weg. Ach, da kommt noch einer von der Sorte. Alter Schwede, wo kommt ihr alle her? Seid ihr alle eingeladen hier zur Party? Geh doch mal weg. So, Ruhe im Puff. Langschwert. Bleiben wir hier noch. Brandbombe. Höhlensoldatenhelm. Ja, ich glaube, ich bleibe bei leichten Klamotten. Ich glaube, ich muss sehr agil und wendig sein, um hier den ganzen Massen, die irgendwann wahrscheinlich, ach, der ist auch schon weg, hier auf mich zuströmen, irgendwie ausweichen zu können, denn sonst sehe ich hier, glaube ich, schwarz. So, was haben wir hier? Schwarze Feuerbombe, ja, die nehmen wir mit. Rüsten wir das mal hier ordentlich einmal aus. Dann machen wir da einmal die ganz normale Brandbombe hin und dann die schwarze Feuerbombe. Diese scheiß, Wurfmesser können brauchen wir nicht und mehr haben wir nicht, was wir hier noch ausrüsten können. Okay. Mein Gott, was ein Stress und die Estus werden auch immer weniger. Also ich glaube, hier wird echt the way to go sein, so schnell wie möglich auf 20 Estus zu kommen und damit versuchen, Level zu überleben. Das ist ja doch hier ein bisschen unschön. So, was haben wir hier? Sind die da oben jetzt eigentlich weg? Sind die schon runtergesprungen? Ich weiß es gar nicht. Huch, ich wollte gar nicht runtergehen. Geh doch mal bitte hier hoch. Nee, die sind alle schon weg. Die sind alle runtergesprungen und haben uns direkt angegriffen. Alter Personalverwalter. Ja, das macht mir Mut. So. Und, da vorne sieht's noch ruhig aus. Beziehungsweise die Typen sind auch schon gekommen. Boah, ich glaube, ich mach die Tür zu Havel in diesem Level nicht auf. Ach, da kommt der nächste Lanzenmann. Wenn ich die Tür zu Havel aufmache, habe ich so die Befürchtung, dass der hier auch, bis nach hier oben kommt. Wobei, das mal zu testen wäre lustig. Aber ich glaube, dann machen wir erst nach dem Boss. Ach Mann, der blockt schon wieder. Was ist denn mit dir los, Moped-Mann? Stirb doch mal einfach. Ich möchte doch nicht alle meine Feuerball... Alter! Alter! Alter, 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 Alter. Ich muss weg. Ich muss weg. Was machst du denn hier? Da kommt der schwarze Moped-Ritter, Mann. Geh doch mal bitte weg, ey. Großartig. Alter Schwede, ey. Ja, normalerweise macht man den nicht so früh im Level. Es sei denn, man ist gut in diesem Spiel und ich habe Angst. Hilfe! Ich habe eine scheiß Waffe, ich habe ein scheiß Schild. Alter, das nimmt doch kein gutes Ende hier. Mit dir kann ich dich nicht hier einfach oben weg Feuerbomben oder ich springe dir mal auf den Kopf. Moment mal hier, Jump Attack! Oh. Oh. Oh! Nicht so schön. Alter. Ja, der hat sogar meinen Jump Attack geblockt. Das macht mir Mut. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz hier nochmal nach oben. Moment. Kurze Pause. Kurz mal meinen Knoppers hier nehmen. So, passt. Ist der jetzt da stehen geblieben? Dann können wir den doch vielleicht... Jump Attack scheint ja jetzt nicht der beste Plan zu sein. Eventuell hier nochmal mit ein paar Feuerwellen mal anzünden. Treffe ich hier? Aua, nee, natürlich nicht. Da stecke ich mich eher selbst an. So, dann hier vielleicht... Oh Gott, der blockt sogar die Feuerbälle von oben, ey. Was ist denn mit dem los? Der hat Schappi gefrühstückt. Oh, 99, das sah besser aus. Alter, ich wollte nicht runterfallen. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss hier weg. Tschüss. Dann machen wir das Ganze doch einfach nochmal. Dann schießen wir ihn halt kaputt. Oh Mann, oh Mann. Ja, der super lustige schwarze Ritter Moped-Mann direkt hier im Level, ohne dass ich ihn gepult habe. Herrlich, ey. Großartiger Scheiß. So, wo ist er denn nun? Wo ist er hin? Ach, da. Treffe ich den von hier? Komme ich da rüber? Habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube, ich probiere es mal von nochmal hier einen Jump Attack. Jawohl, 43 Schaden. Ich bin so mächtig. Geh weg. 43 Schaden. Der blockt ja alles. Kann ich dich... Alter,
backstabben eventuell hier. Lass mich doch mal bitte... Ach, geh weg. Ich glaube, der will sich nicht backstabben lassen. Ich habe es ja euch im Tutorial quasi der ersten Season gezeigt. Wenn, ist hier Parry the way to go, aber da habe ich jetzt Angst. Dann knattern wir ihn einfach nochmal 99 Schaden. Ins Gesicht! Ja, ich glaube, ich gehe mal lieber hier hoch. Alter, was ist denn jetzt los? Bin ich... Alter Schwede, wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Ich glaube, das sind nicht viele. Trefferpunkte. 1 von 573. Ja Mensch, da war ja noch massig Platz dazwischen. Prost, alter Falter. Ein Lebenspunkt. Ja Mensch, da hätte er auch noch mal ein bisschen fester zuhauen können. Also wie gesagt, 0,5 will ich das nächste Mal sehen. Großartig, ey. Habe schon wieder hier den Papst in der Tasche beim Spielen. Geh doch mal jetzt bitte hier gepflegt sterben, Mann. Ach, jetzt treffe ich nicht. Ach, verdammt. Jetzt muss ich hier noch Brandbomben nehmen. Ups, falsche Taste. So, Brandbombe ahoi. Naja, für 40 Schaden, immerhin. Da habe ich wieder nicht getroffen, weil er da unten rumzuppelt. Jetzt, Alter, bleib doch mal stehen. So, noch eine. Dann bist du Geschichte, Mann. Ole! Grauer Brocken, keine Waffen, keine helle Baden. Ach, ziemlich mistig. Ich gehe gleich nochmal gucken, nicht, dass da unten vielleicht doch noch Loot liegt. Ich will auch die helle Bade haben oder so. Ich weiß es nicht. Krasser Scheiß, liebe Freunde. Also, oh, ihr seht's ja. Eine Estus noch hier im Level übrig und wir haben noch den Bosskampf quasi vor uns. Es könnte lustig werden. Ja, wie gesagt, ist halt komplett anders als das normale Dark Souls, da die Gegner einfach so irgendwie unkontrolliert auf einen zurennen. Und, oh Mann, ich glaube, da drin... Ja, komm, holen wir uns nochmal eben das Goldharz. Das schadet auch nicht für den Bosskampf. Dann schmieren wir uns das hier einfach mal auf den Prügel. Ach, die Typen sind ja... Hier ist einfach auch schon alles leer, weil sie natürlich alle zu uns gekommen sind. Oh Mann, ey. Oh, ich denke hier so an Schandstadt und an die Katakomben, ey. Das wird bestimmt ein Spaß. So, du bist bitte auch mal weg. Dankeschön. Da kann ich mir das richtig lustig vorstellen, wenn das ganze Level auf einmal auf einen zuströmt. Da muss ich mir echt irgendwas überlegen. Irgendwelche AOE-Feuerbälle und große Waffen mit viel Schwungradius und so. Sonst ist da, glaube ich, ziemlich schnell Ende im Gelände. Ja, mach mal hier deine Barrel Roll. So, dann können wir uns nämlich auch den hier nochmal schnappen. Das müsste ja dann der letzte sein. Also die Tür zu Havel mache ich jetzt mal nicht auf. Wie gesagt, nach dem Bosskampf können wir uns das vielleicht mal anschauen. Ob der wirklich dann hier hochkommt, der Havelmann. Oder ob er nicht hochkommt, das wäre mal interessant zu wissen. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal. Schnappen wir uns noch einmal hier den guten Echsen Lizard-Ding, Moped, ne? War der eine Ebene höher? Ich glaube, der war eine Ebene höher. Gut, dann gehen wir nochmal eine Ebene höher. Aber der Ordnung halber, da bin ich Monk. Da müssen hier die Kisten kaputt gemacht werden. Alle, der Ordnung halber. Sonst wäre ich nervös. So, ist das Ding hier drin? Ja, hier ist es drin. Dann können wir das Ding nämlich hier einmal verhauen und schon mal ein paar Upgrade-Steine mitnehmen. Funkeltitanit, ja, nehmen wir mit. Ja, und dann haben wir es ja irgendwie geschafft, mit einer Estus hier auf Brustwarzen zum Boss zu robben, ohne Feuerbälle. Na, das wird spaßig. Ja, Boss-Time in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich sage bis dahin.